Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Land of Pain. In der letzten Folge sind wir ja hier hingekommen. Wir sind vor diesem Monster geflüchtet. Die Frage ist, wie kommen wir hier in dieses Haus? Da braucht man nämlich einen Schlüssel. Es gibt gar keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Mit dem richtigen Schlüssel könnte man sie öffnen, ja. Die Frage ist, wo finden wir den? Ich habe hier soweit schon, glaube ich, alles durchsucht. Hier könnten wir Treibstoff ablassen. Wenn wir etwas hätten, um diesen Treibstoff aufzufangen. Das haben wir leider auch nicht. Ich kann mal Licht machen. Ich hoffe, das ist hier ungefährlich. Dann können wir hier nämlich ein bisschen durchsuchen. Fisch, lecker. Ja, den Treibstoff vom Trecker, den brauchen wir eigentlich für das Boot. Können mal hier ins... Oh, seht euch die Wellen an, das ist toll. Also es ist wunderschön gemacht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Spiel wirklich von einer Einzelperson entwickelt und programmiert wurde. Ups. Schwimmen wir mal darüber zu diesen Dingern da. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Vielleicht ja, vielleicht nein. Kommen wir da hoch. Sieht nicht so aus. Ist da oben irgendwas? Da ist dieser komische Kopf wieder. Ich würde schon gerne da hoch. Okay, aber das wird nichts. Aber da könnten wir vielleicht hin. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Schade. Das heißt, wir müssen tatsächlich mit dem Boot weiterfahren. Kein Hochkommen möglich. Einmal getaucht. Gut. Ich brauche irgendwas zum Auffangen von dem Diesel oder halt einen Schlüssel. Das Haus. Oder im Idealfall beides. Da kann man kaum lang gehen, das ist halt extrem tödlich. Tja, Schlüssel scheint hier keiner zu liegen. Wie lange sind wir denn da noch außer Atem? Ja, so viel dazu.
sieht nach einer ziemlichen Pampe aus. Ah, jetzt ist er ruhig. Sehr schön. Tja, das Boot fährt wohl nicht mehr. Und hier haben wir nichts, mit dem wir den Diesel auffangen könnten. Ja. Okay. Also es gibt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen dort noch wieder lang. Ich muss jetzt nur gerade gucken, wo das war. Mussten wir hier hoch? Ich glaube, hier war richtig. Und sehen, dass wir irgendwie diesem Monster entkommen. Frage ist, ob wir hier lang schleichen können, ungesehen. Da schon mal nicht. Weil sobald das auftaucht, heißt es rennen. Versuchen wir mal unser Glück. Oh, hier komme ich nicht durchs Dickicht, das ist doof. Lang. Kommen wir hier irgendwo lang? Das ist noch die Frage. Nee, da kommen wir nicht rein. Okay. Ich weiß nicht, wie man das am ehesten umgehen können, dieses komische Monster. Ob wir überhaupt eine Chance haben, das zu umgehen, oder ob es uns auf jeden Fall findet. Das ist hier noch die Frage. Die ich so auch noch nicht beantworten konnte. Okay, jetzt heißt es rennen. Aber sowas von rennen. In der Hoffnung, dass wir ihm entkommen können. So, geradeaus geht's nicht, das heißt, wir müssen definitiv hier lang. Das haben wir schon mal geschafft. Wir sind ihm entkommen. Wir haben ein Holzbrett. Mit dem Holzbrett sollten wir über die Brücke drüber kommen, die dann nachher links irgendwo, rechts irgendwo ist. Zugesperrt. Das Gebäude scheint schon lange vergessen zu sein. Ja. Wie gesagt, da rechts kommt jetzt gleich eine Brücke. Ich
Ich weiß nicht, ob wir hier den kurzen Weg wählen können. Ich hoffe es einfach. Oh, okay, da kommen wir definitiv nicht lang. Das wird das Holzpott sein, mit dem wir zur Mine kommen. Das heißt aber im Gegenzug auch, wir müssen mindestens noch zweimal diesem Ungeheuer entkommen. Gruselig, sehr gruselig. Man muss lange Wege laufen, das muss ich feststellen. Um hier überhaupt die Sachen alle zu finden. Was aber auch nicht schlecht ist, also es hat seinen Reiz. Ich gehe jetzt einfach nur normal. Rennen kann ich gleich noch, wenn das Ungeheuer kommt. Nicht, dass mir zu früh der Atem ausgeht. Oder sollten wir Glück haben und es erscheint nicht, wenn wir diese Richtung laufen. Das wäre natürlich fantastisch. Weil wir müssen ja gleich noch den anderen Weg zurück. Da gruselt es mich auch schon vor. Oh, sehr schön. Diesmal waren wir unbehelligt. So, mit dem Brett kommen wir auf jeden Fall mal in die Mine. Wenn wir bis zur Mine hinkommen, das ist das große Problem. Ich würde gerne den Traktor nehmen, aber der fährt leider nicht mehr. So, jetzt wird es nochmal spannend, Leute. Wir müssen nämlich diesen Weg hier lang. Den sind wir ja auch schon mal hergelaufen. Und wurden vom Monster gejagt. Wäre natürlich schön, wenn wir hier jetzt auf dem Rückweg auch verschont blieben und einfach langlaufen können. Aber ich habe die dumpfe Befürchtung, das ist nicht so. Nun denn, warten wir es ab. Ja. Habe ich richtig vermutet. Jetzt heißt es dann laufen. Oh shit. Falsch abgebogen. Wir sind falsch abgebogen. Shit, 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 shit. So war das nicht gedacht. So war das nicht gedacht. Okay. Habe ich eine Map? Nein, habe ich nicht. Da kommen wir nicht lang. Wo sind wir denn da falsch abgebogen? Das heißt dann aber auch Mine, da geht's zur Mine, okay. Dann testen wir mal den Weg zur Mine. Mal lang, okay. Das war unser Fehler. Ich hoffe nur, dass wir hier lang kommen und dem Monster entkommen. Halleluja, wir sind wieder in der Höhle. Hier sollten wir eigentlich sicher sein.
Puh, wir haben es geschafft. Da wird einem schon anders bei der Geräuschkulisse. Aber wir haben es geschafft. Halleluja. Frage ist, was, ob es jetzt so viel besser wird. Und wir haben einen Speicherpunkt. Ha, gut. So, Brett. Ups. Man muss also aufpassen, wo man langläuft. Das sei mal so angemerkt. Die Brücke ist nicht sehr vertrauenserweckend. So, und ich habe das dumpfe Gefühl, in der Mine geht es nicht viel besser weiter, als es hier angefangen hat. Wir haben einen Tagebucheintrag. Die Kreatur. Ich bin einer grauenvollen Kreatur begegnet, konnte aber wie durch ein Wunder fliehen. Doch was zum Teufel war das? Es ähnelt keinem mir bekannten Lebewesen. Es kann sich scheinbar unsichtbar machen oder auf andere Art einfach verschwinden. Ich habe Angst, dass es jeden Moment hinter mir auftauchen könnte. Wenn ich überleben will, muss ich auf alles Verdächtige achten, seien es Bewegungen oder Geräusche. Bis jetzt ist mir keine Menschenseele begegnet. Wer kann mir helfen? Aber vielleicht ist es auch besser so. Anscheinend stehen die Außerwelten in direktem Zusammenhang mit allem, was mir zugestoßen ist. Im Besonderen mit der Kugel, die mich hierher gebracht hat. Ich darf mich nicht von diesen Individuen sehen lassen. Soweit ich es bis jetzt verstanden habe, ist der Rest der Bevölkerung gegen sie und könnte mir helfen. Vielleicht lebt noch jemand in der Mine. So, wie komme ich da raus? J, okay. So, ich bin ja mal gespannt, ob das hier jetzt besser wird. Ich ahne mal, dass dem nicht so ist. Sonst wäre es ja kein Horror-Game. Halten wir uns mal ein wenig bedeckt. Die Geräuschkulisse ist nicht gut. Gar nicht gut. Ist da irgendwas drin? Nein, sieht nicht so aus. Also es geht hier in der Mine auch nicht unbedingt. Hier ist nichts Nützliches, ja. Das war zu erwarten. Nützliches. Aber immer ein netter Platz zum Verstecken. Das ist ja auch schon mal was wert. Eigentlich will ich da nicht hoch. Aber eigentlich haben wir, glaube ich, keine andere Wahl. Sehr löchriger Boden. Schon mal als Anmerkung.
Okay. Nichts Nützliches. Nichts Nützliches, gar nichts Nützliches. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Ach, da hätten wir runtergekonnt, okay. Geräuschkulisse ist nicht gut. Grüne Pilze. Ich aber nichts mitmachen, okay. Wir gehen mal hier hoch. Aber hier oben scheint auch nichts zu sein. Zumindest habe ich noch nichts entdecken können. Kann ich hier was untersuchen? Sieht nicht so aus. Kann man da irgendwo hoch? Sieht auch nicht so aus. Auf den Fässern festgebackt. So war das wahrscheinlich nicht geplant. Ja, aber dann machen wir einfach an dieser Stelle Pause. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal mit dabei, wenn wir hier die Mine weiter erkunden. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.